Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Nathalie Uhlenbusch. Ich bin Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für psychosomatische Medizin und Psychotherapie hier am UKE. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute ein bisschen was über das Thema, was macht die Psyche mit der Leber und was macht die Leber mit der Psyche, erzählen darf. Leider kann ich nicht live dabei sein heute, aber ich freue mich sehr, Ihnen einmal den Herrn Professor Dr. Bernd Löwe vorstellen zu dürfen. Er ist Direktor am Institut für psychosomatische Medizin und steht Ihnen heute gerne zur Verfügung für etwaige Fragen im Anschluss an diesen Vortrag. Sie kennen bestimmt alle die sprichwörtliche Laus, die einem über die Leber läuft. Das ist eine Redewendung, die gerne verwendet wird, wenn man irgendwie niedergeschlagen, schlecht gelaunt, ein bisschen verärgert ist. Und diese Redewendung hat ihren Ursprung in einer Zeit, in der man noch dachte, dass die Leber so der Sitz oder das Zentrum der Gefühle ist. Und heute weiß man natürlich, dass das nicht so ist, aber dennoch hält sich diese Redewendung eigentlich ganz hartnäckig. Und wir wollen uns heute mal anschauen, welche tatsächlichen Zusammenhänge es denn noch gibt zwischen unseren Emotionen oder unserer Psyche und der Leber. Ich durfte in den vergangenen Jahren im Rahmen unserer Forschungsarbeit ganz viele tolle Menschen kennenlernen, die mir Einblicke gewährt haben in das Leben mit einer seltenen chronischen Erkrankung und eben auch mit Autoimmunlebererkrankung. Und da habe ich unter anderem eine Frau kennenlernen dürfen mit primärsklerosierender Cholangitis, die den Zusammenhang zwischen ihrer körperlichen und ihrer psychischen Gesundheit für sich wie folgt formuliert hat. Jeder, der eine chronische Erkrankung hat, kämpft ja an sich schon, je nach Schwere und Ausprägung der körperlichen Symptome, mit Einschränkungen. Und wenn jetzt noch ein psychisches Ungleichgewicht hinzukommt, verstärkt es die Symptome nochmal deutlich. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dieses psychische Gleichgewicht wiederherzustellen, damit man auf diesen Negativstrudel rauskommt. Denn nur so ist es möglich, mit einer chronischen Erkrankung ein dennoch lebenswertes Leben zu führen. Vielleicht geht Ihnen das ganz ähnlich. Vielleicht fallen Ihnen auch noch viele weitere Beispiele ein, wie Sie den Zusammenhang zwischen Ihrer Lebererkrankung und Ihrer Psyche spüren. Und wir wollen uns jetzt im ersten Schritt mal der Frage widmen, was macht die Leber mit der Psyche? Oder anders gefragt, wie kann sich eine autoimmune Lebererkrankung eigentlich auf unsere psychische Gesundheit auswirken? Und da hilft es, sich einmal die Frage zu stellen, wie man denn insgesamt eigentlich, also ganz grundsätzlich, in psychisches Ungleichgewicht geraten kann. Und dabei spielen biologische, psychologische und soziale Aspekte eine Rolle. Man nennt das Ganze das biopsychosoziale Krankheitsmodell. Biologische Aspekte, das kann sowas sein wie das Geschlecht oder das Alter oder eine bestimmte genetische Veranlagung. Psychologische Aspekte, das ist sowas wie zum Beispiel der Selbstwert oder wie gut ich eigentlich unangenehm empfundene Emotionen aushalten kann oder wie gut ich damit umgehen kann. Und soziale Aspekte, das kann eben sowas sein wie mein sozioökonomischer Status oder wie gut ich eigentlich sozial unterstützt bin. Und diese Faktoren spielen zusammen und bereiten uns eben besser oder schlechter darauf vor, wie wir mit Belastungen umgehen können. Also sie machen uns sozusagen eben anfälliger oder weniger anfällig für bestimmte psychische Erkrankungen. Und grundsätzlich ist es immer so, dass wenn eine Belastung oder ein Stressor auf uns eintrifft, dann bewertet unser Gehirn zum einen, wie bedrohlich ist das? Und wie gut sind unsere Bewältigungsstrategien? Und gerade dann, wenn dieser Bewertungsprozess stattfindet und dabei rauskommt, dass oder das Gehirn sozusagen bewertet, dass der Stressor oder die Belastung bedrohlich ist und unsere Bewältigungsstrategien oder Fähigkeiten nicht ausreichen, dann kann es eben dazu führen, dass wir in psychisches Ungleichgewicht geraten. Und jetzt ist es so, dass ein Mensch mit einer autoimmunen Lebererkrankung oder auch mit einer anderen chronischen Erkrankung gewisse Stressoren oder Belastungen hat, die vielleicht ein ganz gesunder Mensch so in der Form nicht hat. Dazu gehören einmal körperliche Symptome, dazu gehören häufige Besuche bei Ärztinnen,
die Erkrankung kann berufliche Folgen nach sich ziehen, zu Problemen im Alltag führen, Stigmatisierungserfahrungen oder irgendwie auf Unverständnis stoßen im Umfeld und das Gefühl haben, sich immer erklären zu müssen. Und all das kann belastend sein. Und gerade wenn mehrere Faktoren auf einmal auf einen eintreffen, dann kann das eben auch schon mal dazu führen, dass es die eigenen Bewältigungsfähigkeiten übersteigt und dann zu einem psychischen Ungleichgewicht führt. Und das zeigt sich auch in den Zahlen, denn wir sehen, dass Menschen mit autoimmunen Lebererkrankungen häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind als Menschen aus der Allgemeinbevölkerung. Ich würde Ihnen einmal gerne die Ergebnisse zeigen von einer Studie, die hier auch am UKE von Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wurde. Und da wurde die gesundheitsbezogene Lebensqualität und die psychische Gesundheit bei Menschen mit autoimmuner Hepatitis untersucht. Und Sie sehen hier einmal in blau die Ergebnisse für PatientInnen mit autoimmuner Hepatitis und in grau einmal die der Allgemeinbevölkerung. Und angezeigt ist jeweils der Anteil der Personen, die eine schwere Angstsymptomatik beziehungsweise eine klinisch relevante Depressivität, also eine Depression, hatten. Und man sieht eben, dass die PatientInnen mit autoimmuner Hepatitis hier deutlich häufiger betroffen waren als eine Kontrollgruppe aus der Allgemeinbevölkerung. Und ein ähnliches Bild zeigt sich auch für andere autoimmune Lebererkrankungen. Wenn wir jetzt von der anderen Seite mal gucken, also was macht die Psyche mit der Leber? Oder konkreter gesagt, wie kann sich unsere psychische Gesundheit jetzt wiederum eigentlich auf die Lebererkrankung auswirken? Dann zeigt sich auch hier ein deutliches Bild. Denn psychische Erkrankungen zusätzlich zu einer autoimmunen Lebererkrankung können zum einen die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Und da ist es tatsächlich oft der Faktor, der fast am meisten dazu beiträgt, wie stark die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Viel mehr oft als der Verlauf oder die Ausprägung der Erkrankung. Psychische Erkrankungen können außerdem ungünstige Verhaltensweisen fördern. Sie kennen das bestimmt auch selber von sich nach einem anstrengenden Tag oder wenn es einem psychisch nicht so gut geht, dann fällt es einem manchmal deutlich schwerer, noch Kraft aufzubringen, um sich was Gesundes zu essen zu machen oder um Sport zu treiben. Und da greifen wir dann vielleicht häufiger mal zum Glas Wein oder zur Schokolade. Und wir sehen auch, dass Menschen, die eine Depression haben, manchmal oder eher dazu tendieren, Medikamente nicht so einzunehmen, wie sie das eigentlich müssten. Und wir sehen auch direkte körperliche Auswirkungen. Also zum Beispiel wissen wir, dass eine Depression sich negativ auf unser Immunsystem auswirkt. Oder wir sehen auch, dass psychische Erkrankungen dazu führen können, dass Behandlungen für eine körperliche Erkrankung schlechter wirken. Und wir sehen eben auch, dass sich eine zusätzliche psychische Erkrankung negativ auf den Verlauf der körperlichen Erkrankung, also der autoimmunen Lebererkrankung, auswirken kann. Das heißt, wenn wir zurück zu der Ausgangsfrage gehen, was macht die Psyche mit der Leber und was macht die Leber mit der Psyche, dann müssen wir festhalten, dass die sich beide gegenseitig ziemlich stark beeinflussen. Und das mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht wirken wie so ein Teufelskreislauf. So, okay, ich habe eine autoimmune Lebererkrankung, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken. Und das kann sich wiederum negativ auf die körperliche Erkrankung auswirken. Aber so muss das nicht sein. Denn gerade was die Psyche angeht, haben wir eigentlich ganz, ganz viele Schrauben, an denen wir drehen können und wo wir wissen, dass das funktioniert und wo wir wirklich Ansatzpunkte haben. Und um herauszufinden, welche Ansatzpunkte das sein können, haben sich Forscherinnen und Forscher mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren denn eigentlich die psychische Gesundheit bei Menschen mit Lebererkrankungen beeinflussen können. Und auch hier können wir uns das eigentlich wieder auf den drei Ebenen angucken, nämlich auf biologischer, psychologischer und auf sozialer Ebene. Biologische Faktoren, die eine Rolle spielen, sind zum Beispiel zusätzliche Erkrankungen. Das ist ein Risikofaktor, hier in Rot dargestellt. Also wenn ich zusätzlich zu einer Lebererkrankung noch eine weitere Erkrankung habe, dann ist das ein Risikofaktor, auch ins psychische Ungleichgewicht zu geraten. Und zum Beispiel spielt auch die genetische Veranlagung eine Rolle und es kann eben in beide Richtungen eine Rolle spielen. Auf der psychologischen Seite haben Studien gezeigt, dass die Bewertung der Erkrankung eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, wie gut ich meine Erkrankung akzeptiert habe. Und wenn Menschen die Erkrankung gut akzeptiert haben und sich irgendwie
es irgendwie gelungen ist, sich darauf einzustellen, dass man diese Erkrankung eben hat und dass die auch nicht mehr weggeht, dann ist das ein protektiver, also ein schützender Faktor, hier in grün dargestellt, dafür eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Ein Risikofaktor hingegen ist zum Beispiel eine geringe subjektive Kontrolle, also Menschen, die sich sehr ausgeliefert fühlen ihrer Erkrankung oder häufig Ohnmachtserleben haben. Das wiederum ist ein Risikofaktor dafür, eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Auf sozialer Ebene ist zum Beispiel soziale Unterstützung oder auch Engagement in der Forschung und in der Patientinnen-Community etwas, was protektiv, also schützend ist, während zum Beispiel Stigmatisierungserfahrung oder fehlende soziale Unterstützung Risikofaktoren sind. Ich habe jetzt da nur mal ein paar Beispiele rausgegriffen, aber insgesamt zeigt sich über viele Studien hinweg immer wieder eine Sache. Und das ist, dass es oftmals gar nicht so die medizinischen Faktoren sind, die eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel, ob eine Leberzirrhose vorliegt oder bestimmte Entzündungsparameter, wie ausgeprägt oder wie stark die da sind oder wie weit die Erkrankung schon fortgeschritten ist. Das alles ist gar nicht so entscheidend, wenn es um die psychische Gesundheit geht, sondern viel entscheidender sind oft eben diese psychologischen und sozialen Aspekte. Und das ist im Grunde eine total gute Nachricht, weil das auch genau die Punkte sind, wo wir gut ansetzen können. Und wie man das macht, also wie man dort ansetzt, das können Sie wahrscheinlich teilweise viel besser sagen als ich, denn wir haben oft ein ganz gutes Gespür dafür, was uns eigentlich hilft, im psychischen Gleichgewicht zu bleiben. Und manche Menschen suchen dann gerne das Gespräch mit Freunden, andere brauchen Bewegung und frische Luft, bei wieder anderen sind es irgendwie Haustiere, die helfen, im psychischen Gleichgewicht zu bleiben. Da kann es also ganz, ganz viele Ansatzpunkte geben, die Sie wahrscheinlich selber ganz gut kennen und wahrscheinlich viel, viel besser als ich. Aber ich würde gerne noch zwei Aspekte einmal rausgreifen. Und das eine ist die soziale Unterstützung. Wir alle brauchen das, nicht nur Menschen, die eine autoimmune Lebererkrankung haben, denn Kontakt und Austausch mit anderen Menschen ist wichtig für uns und hat nachweislich positive Effekte auf unsere Psyche. Und Betroffene von autoimmunen Lebererkrankungen, aber auch von anderen körperlichen Erkrankungen, sagen eben auch oft, dass Kontakt zu anderen Betroffenen ganz wichtig ist. Und hier würde ich Ihnen gerne zum einen die Deutsche Leberhilfe ans Herz legen oder auch NARCOS. Das sind beides Anlaufstellen, wo Sie Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe finden können. Und bei NARCOS kann man sogar, wenn man feststellt, okay, es gibt in meiner Nähe eigentlich keine Selbsthilfegruppe, dann kann man da sogar Unterstützung finden, selber eine zu gründen. Der zweite Punkt ist, dass dieser Umgang mit der Erkrankung oder die Krankheitsbewältigung, das ist zum Glück was, was irgendwie nicht gegeben ist, sondern was man erlernen kann. Das heißt, sowas wie die Akzeptanz der Erkrankung, das ist etwas, was man eben über die Zeit entwickeln kann oder was man eben erlernen kann. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie wünschen sich Unterstützung in der Krankheitsbewältigung, dann kann zum Beispiel die Psychosomatik eine Anlaufstelle sein. Dafür bräuchten Sie eine Überweisung und dann kann man ganz unverbindlich mal in einem Erstgespräch quasi gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Zum Beispiel auch Gruppenangebote, bei denen es ganz konkret um Krankheitsbewältigung geht. Ich würde Ihnen abschließend gerne noch zwei Dinge mit auf den Weg geben. Das eine ist, dass psychische Gesundheit ein Kontinuum ist. Das heißt, nicht, man ist nicht entweder psychisch krank oder psychisch gesund. Und das heißt auch, dass man nicht warten muss, bis es wirklich gar nicht mehr geht, um sich Unterstützung zu suchen. Also wenn Sie für sich selber das Gefühl haben, so, Sie fänden es eigentlich schön, eine zusätzliche Unterstützung eben gerade für diese psychischen und sozialen Aspekte zu erfahren. Aber auf der anderen Seite denken Sie, naja, ich komme ja auch so einigermaßen klar. Dann muss das nicht heißen, dass Sie sich keine Unterstützung suchen dürfen. Dafür muss man nicht erst psychisch krank sein, sondern man kann auch präventiv, also vorbeugend, da ganz viel machen. Und das Zweite ist, was ich Ihnen gerne auf den Weg geben möchte abschließend, ist, dass wenn man so an psychologische Unterstützung denkt, dann muss man nicht immer gleich im Kopf haben. Das ist dann eine 2 Jahre lange Psychotherapie, bei der ich einmal meine ganze Kindheit auf den Kopf stelle und so weiter, sondern manchmal können auch schon ganz kleine Anstöße eigentlich ausreichen. Wir haben
ein Forschungsprojekt durchgeführt in den letzten Jahren, wo wir ein psychosoziales Unterstützungsprogramm entwickelt haben für Menschen mit seltenen Erkrankungen, was auf so strukturierter Selbsthilfe und Peerberatung, also Unterstützung durch andere Betroffene, basiert hat und nur 6 Wochen ging. Und obwohl es so kurz war, haben Teilnehmende danach eine verbesserte Lebensqualität gehabt, verbesserte Krankheitsakzeptanz, hatten bessere Bewältigungsstrategien im Umgang mit der Erkrankung, haben sich besser sozial unterstützt und weniger hilflos gefühlt. Also manchmal können auch schon kleine Anstöße für die Psyche helfen, um irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben oder wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und da lohnt es sich manchmal zum Beispiel auch bei den Unikliniken zu gucken, ob es gerade irgendwelche spannenden Forschungsprojekte gibt, die einem dabei helfen können. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt noch ganz spannende Eindrücke in den Workshops. Vielen herzlichen Dank.